Irene und Monika. Hallo. 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 Macht sie los, schnell. Vormittags auf dem Hof rumzustehen. Also. Und? Na los doch. Heute kannst du den großen Ausgang nehmen. Sind wieder welche abjauen. Ich will. Ihr bessert euch nie. Wieso ich wieder arbeite? Ja, du. Wo arbeitest du eigentlich? Kaufhaus. Ah, ich müsste mal einen neuen Anzug haben. Bringst du den mit? Gibt's denn bei euch überhaupt Anzüge? Bei uns gibt's alle, was überhaupt gibt. Tschüss. Bedienst du mal, wenn ich da komme? So eine feine Ausdrucksweise. Was ist denn? Ach, Min, schau ab. Ach, nun komm los. Okay, wusst, Mensch, mal besser mein Italiener. Min, schau ab. Na, ich kann ja alter werden. Bitte schön, die Dame. Gefällt dir das? Oh ja, sagte der Esel und sprang vergnügt davon. Dass mir aber auch keines seinen Namen vergisst, rief der liebe Gott, als er endlich fertig war. Das versprachen die Tiere und sagten alle noch ein paar Mal ihre Namen vor sich hin. Nur der Esel, der es so eilig gehabt hatte, hörte die Mahnung nicht mehr. Er dachte bereits an sein Futter und an ein gutes Plätzchen zum Schlafen, als er am nächsten Morgen aufwachte, wusste er seinen Namen nicht mehr. Erst dachte er, das ist nicht so schlimm, es lässt sich auch ohne Namen gut leben. Und der liebe Gott wird es schon nicht so genau nehmen. Doch gerade darin hatte er sich getäuscht. Irene? Die fehlt heute, die ist vorhin weg. Wieso, warum? Wir haben doch Schule. Auf Trebe, wenn sie nicht dagegen haben. Ach so. Also der Monika. Die ist auch weg. Mein Gott, wie soll man denn mit euch arbeiten, wenn ihr nie da seid? Also Barbara, dann liest du weiter, ne? Wir sind doch da, Herr Nagel. Warum beschimpfen sie eigentlich immer die Falschen? Ich kann doch nee sagen. Also bitte, Barbara. Und du hältst jetzt den Mund, Yves. Ich muss mal eh noch rochen. Darf ich? Also, Yves, noch ein Wort und ich schließe dich vom Unterricht aus. Das wollte ich Ihnen gerade vorschlagen. Also bitte, Barbara. Ich finde die Geschichte doof. Barbara! Da packte ihn... Nein, wir sind doch erst bei... Doch gerade darin hatte er sich getäuscht. Doch gerade darin hatte er sich getäuscht. Am selben Tag noch ging der liebe Gott von einem Tier zum anderen und fragte jedes nach seinem Namen. Alle wussten ihn, nur der Esel fing an zu stottern und konnte sich gar nicht erinnern. Heißt nicht gesagt? Da packte ihn der liebe Gott an den Ohren. Willst du dir wohl merken, dass du Esel heißt, rief er dann. I ja, schrie der Esel. Das Rauchen in der Klasse ist verboten. Eben, das hätten Sie sparen können.
Na, Apo, wa? Einfach. Wo ist denn Monika? Drinne. Angst gekriegt? Ach Mensch, die blöde Kuh, wir waren schon rüber, verknackst sie sich das Bein. Ecke kam, da kam Kellerchen mit seinem VW wieder rein. Willst du ihn? Nee, hat er euch angefasst? Na, das macht er nicht. Wo ist denn hin? Ich bin hier ran, zeigt ihr doch. Ich bin schneller. Na, zu Mutti, dass ich erstmal einen Fund hab. Kommst du heute? Klar, ihr sagt es, ihr sagt. Klar komm ich. Samstag hab ich Nacht, oder? Ich weiß. Na, ich wollte dich nur dran erinnern. Was denn nur gemacht? Konntest du ja vergessen haben. Hab ich aber nicht. Was ist denn los? Nischt. Eingesehen, dass es keinen Zweck hat zu entweiten. Wir sind schneller als ihr. Das müsst ihr doch allmählich gemerkt haben. Haben Sie Rainer auch wieder gekriegt? Was macht dein Fuß? Frau Tim, ich hab so ein Lastpippen. Du wolltest sagen, du hast Appetit auf eine Zigarette. Timmy, ich hab wirklich einen schrecklichen Appetit auf eine Zigarette. Wenn du dich gut fühlst, werde ich dir heute mit deiner eine Zigarette bringen lassen. Ich habe dich gefragt, wie es deinem Fuß geht. Bitte Antwort. Wenn ich eine Zigarette hätte, wäre mir das ja. Monika, man muss auf seinen Körper achten. Auch das gehört zu einer guten Erziehung. Also bitte, hast du Schmerzen? Man steht übrigens auf, wenn man mit einem Erwachsenen spricht. Oh. Ach, Schuss. Setz dich. Ich vergaß, dass du einen kranken Fuß hast. Wenn du nicht entwichen wärst, wäre dir das nicht passiert. Aber auch du kannst durch Schaden noch klug werden. Kann ich ja verstehen. Ja, was ist denn nun? Dachte, du freust da. Trink mal einen Schnaps mit, Wuschelkopf. Ich hab keine Zeit. Wo ist denn Tati? Zu Hause. Weißt du noch? Den Kirsch? Nee, danke. Und Oma? Lass Oma mal in Ruhe. Die richtet sich doch bloß auf mit ihrem Herzen. Misch dich hier nicht ein. Dann werden. Wo willst du denn hin?
Ich weiß schon, was ich will. Hast du Krach mit Fati oder warum bist du so komisch? Das lass mal meine Sorge sein. Maul wieder voll, wa? Ich kann dir auch nicht helfen. Na, das weiß ich. Fati will nicht, dass du hierher kommst. Wegen der Kundschaft. Nimm mal mit deinen Hosen. Hat jener was gesagt? Ich find's auch nicht schön. Du solltest dich verschämen. Ach, hör doch auf, Mensch. So, wir heiraten, wa? Seht gern euch, wie das ist. Die Chefin, die war aber alle viel schöner. Nächstes Jahr wird's besser. Ja, wenn ihr einen Wagen habt. Mensch, das kenn ich doch. Da hilft die Chef wieder schlecht, dann fahrt die Geld versoffen, dann brauchst du einen neuen Eisschrank. Euch hier in Ausreden nie aus. Halt mich mal nicht ein. Na ja, vertragt euch wieder. Kannst du mir was geben? Wo gehst du hin? Mal sehen, erstmal zu Roma. Mal noch einen Pfund. Wenn du bei Oma nicht schlafen kannst, kannst du zu Hause kommen. Komm mal im Dunkeln. Braucht ja keiner zu wissen. Wenn Vati weg ist. Wenn die Bullen kommen, sagst du, du weißt nicht. Ich ruf mal an. Auf Toilette, Frau Tim. Halt Post! Ich war früh genug gefahren. Herr Voller, bist du schon mit 19? Nein. Monika sitzt schon wieder im Bus. Was? Wir können ja selber nachsehen. Warum dürfen denn nicht alle mit? Das wird zu viel. 10 Mädchen mehr nicht. Sagen Sie doch, wer? Ich muss die Liste erst noch mit Frau Thiem besprechen und die oberste Entscheidung hat das Landesjugendamt. Die kennen uns doch ja nicht. Die kennen eure Akte. Haha. Der Ausflug ist ein Experiment. Ihr wisst selbst, dass wir das noch nie gemacht haben. Ich habe mir gedacht, dass wir auf alle Fälle die Mädchen mitnehmen sollten, die am längsten hier sind, die sich bewährt haben. Ich möchte mal wissen, wie lange man sich bewähren soll. Außerdem kann ich Ihnen jetzt schon sagen, dass das nicht wird. Wieso? Na, wegen Pampas. Wenn einer abhaut, werden die anderen bestraft. Kennen wir doch. Und Timmy freut sich, dass sie wieder was verbieten kann. Naja, jetzt wart's mal ab. Mach's doch mal. Herr Nagel? Ja, ich komme. Ich hab so eine Stimme. Bitte sagen Sie den Mädchen, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, dass alle vollzählig von dem Ausflug zurückkommen. Dass ich das als eine Selbstverständlichkeit von Ihnen erwarte. Halten Sie diesen Vortrag in meinem Namen und weisen Sie unsere Damen darauf hin, dass Sie anschließend auf Ihre Arbeitsplätze zurückzukehren haben. Das war in Hamburg. Ich weiß nicht warum, aber das war mein Liebstes. Von allen Heimen. Wegen einer netten Erzieherin? Nee. Die Erzieher waren der doofste Mann, wenn ich die noch mal kriege. Also ja, gewesen, nee, wegen dem Fisch. Ich war doch immer heimig. Ich meine, von Anfang an, aber das war klasse. Aber Fisch hab ich nicht gegessen. Aber wenn ich den schon rede, wird mal schlecht. Hör mal, Monika, hier wird aufgegessen. Mag keinen Fisch. Bei uns nebenan, also bei meiner Oma, da war doch eine Fischbordküche, ne? Nun stell dich doch nicht so an. Fisch ist gesund und ihr wollt doch heute Nachmittag zum Baden. Und die Bärbel, die neben mir saß in der Schule, die hat auch noch so lange Zöpfe, die ist immer so rumwabig.
Eine Gabel für deine Mami. Kenne ich gar nicht. Na dann eine Gabel für Papi. Hab keinen. Und wenn er nicht in Hamburg gewesen wäre, ich wäre ja, na, die hat man ja wieder eingekriegt. So. Schön aufessen. Du bleibst so lange hier, bis alles aufgegessen ist. Ja, Rödel, was denn? Na ja, nun saß ich da 30 Stunden, ich meine 3 Stunden, ich weiß nicht genau wie lange. Und immer zwischendurch sagte er, nu iss, nu mal los, iss. Und wie der schon redete, überhaupt, immer essen. Wir warten schon auf die Stufe. Brav, man muss mal richtig wollen, ich freue mich. Es geht alles, wenn man will. Ich freue mich über dich, es geht alles, wenn man nur will. Ach, wie? Na, Zigaretten für Monika, wenn sie nichts dagegen haben. Ich glaube nicht, dass Monika was dagegen hat. Unterm Bett, eine Strippe. Monika sehe ich schon. Sieh doch deine Jacke aus. Hast du schon was gegessen? Ja, Frühstück. Ich hab keinen Hunger. Ist ja auch bald Mittag. Und die sagt, du hast Krach mit deiner Hauswirtin? Neulich, da hat sie die Kinder vom Hof gejagt. Nur wegen Rollerfahren. Die hat so eine laute Stimme. Also nicht wegen mir. Ach, kennst du doch. Naja. Aber ich muss dir auch gesagt, wegen mir kann sie nichts sagen. Du bist ja meine Oma. Aber die laute Stimme. Verstehst du das nicht? Hast du wieder nicht geschlafen, wa? Wo bist du denn eingeschlafen? Halt! Die Bullen! Ich bin nicht da! Nein, bei mir nicht, nein. Ja, da, überhaupt da vielleicht. Ja. Ja. Auf Wiedersehen. Ja. Komm, Kind. Kannst rauskommen. Na, Papa, Bullen? Was war? Was sagt er endlich? Na, irgendwas mit dem Auto vor der Toreinfahrt. Schweine. Sag doch sowas nicht immer. Jetzt sind aber Schweine. Bleib erst mal hier. Bei Bender, da habe ich ein Schild gesehen, dass er Ladenhilfen suchen. So schnell, Mensch. Okay. Mach's gut. Tschüss. Mensch, haut ab, los. Post schon da? Guck doch, was da steht. Ist doch auf, Mensch. Herr Martin? Ich erwarte einen Anruf. So. Timmy hat sich mal wieder einen abgebrochen. Kick mal. Weh, wenn Sie mich nicht suchen lassen. Was denn? Na, wir telefonieren. Sämtliche Gespräche, die für Mädchen bestimmt sind, müssen an die Heimleiterin verwiesen werden. Und diese entscheidet, ob sie an die Mädchen weitergeleitet werden können. Ich bin in der Heißmangel. Wie heißt denn überhaupt? Halt doch nicht mal den Sabbel da draußen. Was? Wie du überhaupt heißt? Evelyn Hagen. Meine Mutter heißt Schulze. Hagen, Schulze. Schulze, das habe ich durchgestellt. Zu wem? Na, zu Frau Tim. Wem denn sonst? Das kann nicht wahr sein. Scheiße! Hör mal, was da laufst du dir denn? Ich muss mit Frau Tim reden. Das muss während meinem Urlaub aufgekommen sein. Die kriegen wir nicht wieder an. Was ist denn eigentlich so schlimm am Kloster? Na, alles. Das Essen? Na, jeden Tag einen Topf. Und dann tun die Mittleren, wovon man extra Depp hat. Du spinnst. Na, warum essen denn die noch nicht mit am Tisch? In der Steinhauser, wo ich erst war, kriegen die jetzt hier auch mal alles extra. Na, warum wohl? Warum sind denn die Mädchen alle so dick? Na, Menschenskind, weil euch immer so riesige Haufen aufladet.
als ob das Essen das Einzige im Leben wäre. Und dann die Strafen. Hier ist alles ganz einfach. Zigarettenentzug, Bunker, kein Ausgang, kein Fernsehen. Da wissen wir, wie es nochmal dran ist. Im Kloster? Also erstmal Verachtung. Da muss man sich entschuldigen. Da muss man nachdenken. Sich schämen. Und mit dem Jungen ins Bettchen, das soll Sünde sein. Als lieb Mutter nur das zu mir gesagt, hat er gesagt. Na, wozu bin ich denn da? Gleich Kirchendienst. Und dann das Theater mit ihren Haaren. Mann, hab ich eine Angst um meine Haare gehabt. Meine Mutter hatte ganz schöne Haare. Und einmal kam die Nonne dazu, wegen mir gekämmt habe. Wo ist denn deine Mutter? In Westdeutschland. Das ist doch mit Mami. Na, deswegen bin ich ja weg, weil ich zu meiner Mutter wollte. Na, jedenfalls nur deswegen. Wegen der Haare musste ich dann 400 Stühle stabwischen. 400! Es kommt auf das an, was man in seinem Herzen hat. Unser Herr Jesus sieht nicht auf das Äußere. Er ist dein Freund aller Sünder. Er ist auch dein Freund, wenn du dein Äußeres und dein Inneres sauber hältst. Helfe ich euch dann. Was ist denn hier? Nichts. Mach mal Platz. Jutta, wehe! Ich arbeite heute nicht. Lass die Knöpfe in Ruhe. Ich arbeite heute nicht. Ich denke gar nicht. Jutta, du kommst sofort wieder in die Luft. Nee, ich komme nicht. Auf zur Stelle. Ich arbeite heute nicht. Ich habe keine Lust. Du bist heute in der Industrie. Bitte sofort. Frau Erzieherin. Frau Bonny. Du misch dich hier nicht ein. Frau Bonny, das gibt Körperverletzungen in Tatarbeit mit Nötigung. Halt den Mund. Komm, lass mich mal in Ruhe. Ja, du kommst jetzt. Aber warum denn schon? Aua! Nein, aua! Nachturlaub. Wieso nicht? Das weiß ich doch nicht. Der Herr Jesus sieht nicht auf das Äußere. Er ist ein Freund der Sünder. Er ist auch dein Freund, wenn du dein Äußeres und dein Inneres sauber hältst. Gib das Foto her.
Die Geschichte glaube ich dir nicht. Dann fragen Sie doch die anderen. Das kann nicht wahr sein. Mensch, doch was? Wann denn? Hä? Als was haben Sie denn bis jetzt gearbeitet? Als Verkäuferin. Und wie lange? Ein halbes Jahr im SB-Laden in Neukölln. Und warum ging das nicht? Setzen Sie sich doch. Ja, meine Mutter wollte, dass ich lieber im Geschäft mitarbeite. Mhm. Sie braucht jemanden für hinter der Theke, dass Oma weggehen konnte. Ja, Sie machen ja einen ganz netten Eindruck. Und wenn Sie Freude an dem Beruf haben, sich dazu geeignet fühlen? Ja, sagt mir an und für sich zu. Mhm. Zeigen Sie mal Ihre Papiere. Ich hab keine. Ach, du machst mir Spaß. Bist du aus der Kantstraße? Nee, nicht Arrest. Heim. Mädchenwohnheim? Ja. Oder aus dem Lindenhof? Nein, natürlich nicht. Trebebraut, wat? Nee. Naja, dann kommst du morgen wieder, bringst die Papiere mit, dann machen wir gleich alles klar, ja? Ja. Und die Haare lässt du dir ein bisschen schneiden, damit uns die Kundschaft nicht wegbleibt. Mir ist das an und für sich egal, nur wegen der Leute. Verstehst schon, ja? Ja. Also, sind wir uns einig? Bis morgen dann. Bis morgen. Wenn ich Heimleiterin wäre, würde ich erstmal alle Erzieher rausschmeißen. Mensch, pass doch auf! Ich könnte das gleich wieder zurückgeben. Nicht alle. Frau Lack kann bleiben. Du wärst auch nicht besser. Ich würde nur solche wie Frau Lack nehmen. Wenn es drauf ankommt, hat die auch Angst. Ja, aber die zeigt wenigstens, dass er Angst hat. Wir nehmen erstmal die Handtücher. Und dann würde ich alle Mädchen entlassen. Spätestens, wenn es kalt wird, sind die meisten doch wieder da. Mensch, was sollen die sagen, die einen Kerl haben, der sich schlägt und anschaffen schickt und alles Geld abnimmt? Die haben selbst Schuld. Irgendwo muss sie ja hin und wenn es heim ist. Und dann will ich die Arbeit abschaffen. Wenn du alles freiwillig machst, sind die meisten doch wieder da. Ganz ohne Arbeit geht's nicht. Irgendwas muss der ja schließlich machen. Das ist das Schlimmste am Bunker, was man nicht zu tun hat. Nicht zu lesen, nicht zu spielen. Überhaupt keine Arbeit. Nicht, was die Zeit rumbringt. Richtig viel Geld. Ja, außer uns ist so doof und arbeitet für 20 Pfennig die Stunde. Und Zigaretten. Jede Menge Zigaretten. Mensch, heute gibt's ja Geld. Komm, wir rauchen ein. Mensch, gute Idee. Komm mit. Wo geht ihr hin? Wo geht ihr hin? In Rochen. Aber bitte nicht nach draußen, das gibt wieder Ärger. Ach, Schröder, wir kommen ja gleich wieder. Wenn ihr noch verdienst, kannst du dir auch hier noch leisten. Und keine Mecker. Du hast keine Mecker. Und ich würde sagen, Babsi würde sagen, willst du bitte so freundlich sein und die Rabatten sauber machen? Darf ich dich bitten? Sei so gut. Timmy mal wieder. Verboten während der Arbeitszeit zu rauchen, sonst könnte er in der Pause tun. Sofort an die Arbeit. Ja. Und heute Abend macht er die Rabatten sauber, sämtliche Rabatten. Erst kommt die Arbeit, Babsi, bitte, ja? Ja. Ich auch. Los, 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 los. Ja, dann bin ich dann wieder ins Kloster. Was ein Ton ihr habt. Was soll denn's umziehen? Der Lehrer musste schon nach oben. Wer war das? Wer das war? Ich bestrafe die ganze Klasse, wenn ihr nicht sagt, wer es war. Feiglinge. Ihr gefällt mir. Erst ein Ding drehen und sich dann nicht dazu bekennen. Wir haben uns früher zu unseren Dummheiten bekannt. Dann sagt mir wenigstens, wer den Feuerlöscher in die Toilette gesteckt hat. Mal los, wer? Monika Gerolz. Nur mal raus mit der Sprache, wer? Monika Gerolz. Sie hat noch eine Klassenkalle gekriegt. Und dann ist er auch von der Schule geflogen, weil keiner mehr mit ihr gesprochen hat. Da hat meine Fürsorgerin schon alt gegen mich gesammelt. Mann. Wollte man sowieso wieder einen Tag haben. Was ist denn? Ich meine, du hattest doch den Feuerlöscher ins Klo gesteckt. Nee, frag nicht. Und dann hat mir den Kindern mehr gelobt.
Wenn die das nicht gesagt hätte. Wie viel hast du denn gekriegt? 2,40 Mark. Ich nur eine Mark. Hab mir die Woche ein paar Strümpfe gekauft. Kick mal! Ach, die Hannelore, die traut sich nicht. Mal los! Ich finde, wir holen Monika raus. Aus dem Bunker? Na, wohin sonst? Na, mag 20 so irgendeine Woche auskommen. Mensch, Jelf! Ah! Die scheint ja eine Menge zu kriegen. Und wir haben uns das selber ausgedacht. Das handelte von der Stiefmutter und dem Kind. Die Stiefmutter war sehr böse und schlug immer das Kind. Und die haben nichts zu essen. Und das musste arbeiten und durfte überhaupt nicht spielen, wie die anderen Kinder. Und musste immer so den Abwasch machen. Und die Stiefmutter lag während dem auf dem Sofa und das Kind kriegte immer geschimpft, bis es ins Heim kam. Und dann eines Tages hat die Stiefmutter ihr Unrecht eingesehen und das Kind durfte wieder nach Hause. Und alles war wieder gut. Na, 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 Ilona, Monika, hab ich's mir doch gedacht. Das ist unglaublich. Das ist ja unerhört. Kommt sofort herunter, sofort. Los, los, los. Na, warst du weg? War schon. Auf dem Klo? Nee, draußen. Das kann doch nicht wahr sein. Ich hab ein paar Zigaretten geholt. Hier, willst du eine? Find ich dufte. Raus, Zigaretten holen, wieder rein. Nächstes Mal sagst du Bescheid, bringst du mal welche mit. Wenn du Geld hast? Wir laden schließlich öfter mal Mädchen von draußen ein. Ordentliche Mädchen, mit denen ihr euch befreunden könnt. Nein, nein, es ist kein guter Einfluss. Monika ist kein gutes Mädchen, glaub mir das. Was ist denn das? Ein Feuerzeug. Das brauchst du hier nicht, wir haben Zentralheizung. Was tun wir mal weg? Ja, hör mal. Wo hast du denn das her? Das hat mir die Anneliese gegeben. Du weißt genau, dass du keine Geschenke annehmen darfst. Nachher kommt Annelieses Mutter und will wissen, wo das Gerät ist. Nein, nein. Hast du noch mehr Sachen, die dir nicht gehören? Nein. Außerdem ist es kaputt. So. Kaputt gemacht hast du es also auch noch. Das war schon kaputt. Deshalb hat es mir noch gegeben, dass mein Bruder es heile macht. Lüg mich nicht an. Keine Widerworte. Du schleppst auch deine ganze Kindheit mit dir herum. Das müsst ihr auch mal lernen, euch von dem ganzen Kinderkram zu trennen. Weg mit diesem ganzen alten Zeug. Das hier. Schund. Ach? Den Brief habe ich ja noch gar nicht gesehen. Ah, jetzt wird's interessant. Wollen wir doch mal sehen, was wir da haben. Ich liebe dich immer und ewig. Wir wollen immer zusammenbleiben. Deine Monika. Aha, da haben wir es also. Da haben wir den Beweis. Ich werde euch helfen, ihr triebhaften Dinger. Pack jetzt deinen Kram zusammen und melde dich bei Schwester Beatrice. In 5 Minuten bist du damit fertig. Na, und dann bin ich dann wieder rausgeflogen. Lesbische Mädchen wollen wir ja nicht haben, haben sie gesagt. Hast du Ilona danach mal wieder gesehen? Nee. Willst du mal was fragen? Ich muss jetzt essen. Vielleicht habe ich nachher noch mal Zeit. Dann können wir ein bisschen weiterreden. Na, dann gehen Sie mal. Sowieso eine blöde Frage. Die können nicht machen. Ich krieg am Wochenende Nachturlaub. Da brauchst du ja nicht mitzumachen. Frau Schrödi schreibt die Zeit sowieso an. Ja, Schrödi schreibt die Zeit an. Wenn Maxi nicht mitmacht, kann Maxi alleine und nicht die Eismann mitnehmen.
Los, wir machen denn? Was denn? Jetzt gleich? Doch, oh. Ich sag euch, nach dem Essen ist besser. Nicht oben. Oh. Wenn man nicht essen, fällt nicht auf. Na, Kinder, was gibt's denn heute? Seid ihr schon soweit? Waren Sie bei Monika? Ja. Wann kommt denn die raus? Das ist bestimmt Frau Tim. Frau Tim. Wenn du kommst, das Essen steht ja schon auf dem Tisch. Wo ist denn Jutta? Sie hat nur keine Lust zu essen. Vielleicht macht sie mal wieder einen Hungerstreik. Warum denn? Blöde Frage. Im Essen kriegt sie keinen Nachturlaub. Zweitens hat sie keinen Hunger. Reich mir mal die Suppe. Stimmt denn, Frau Lack, dass das Bunkerfenster normalen Schlüssel hat? Nee, wieso? Nur so. Warum? Ach, ich hab gesagt, wenn es ein Vierkantschlüssel ist, ne? Dann kannst du den Löffel durchbrechen, denn die beiden Teile benutzen den Schlüssel. Hier an der schmalen Stelle bist du durch. Klasse. Finden Sie das eigentlich richtig, dass wir wegen jedem Dreck in den Bunker kommen? Nein. Und warum sagen Sie nichts dagegen? Ich bin damit nicht durchgekommen. Bei wem? Haben Sie schon mal mit dem Leihamt darüber geredet? Nicht mit dem Landesjugendamt, aber mit Frau Timm. Und? Das wirst du dir ja wohl denken können, oder nicht? Man wird doch wohl noch fragen dürfen. Man wird ja wohl noch schweigen dürfen. Da bin ich aber anderer Ansicht. Dann sei anderer Ansicht. Ich finde Sie nicht gut. Die anderen finden Sie gut, ich nicht. Und eben nicht. Schade. Für Sie? Ich dachte, für dich. Jetzt lasst es doch eigentlich. Frau Lack, Frau Lack, Mack, Back, Zack, Kack. Strangers in the night. Two lonely people, we were strangers in the night. Up to the moment when we set off. Ich bin verheiratet, das wisst ihr doch. Sind aber anders. Wieso? Das fragt uns nicht. Die anderen sagen nicht auch. Meine Mutter hat gesagt, auf dem Strich wäre er lieber als mit einem Mädchen. Und lass doch mal das Peike. Nein, das finde ich nicht. Wie meine Liebhaber ist doch nicht auf dem Strich. Ja, wir Strichmädchen sind aber so. Das ist doch was ganz anderes. Ich will dir mal was sagen. Ich weiß nicht, ob das gut ist, dass ihr so seid. Wie meine Liebhaber ist nicht schlecht. Ich frage mich nur manchmal, ob ihr euch wirklich lieb habt. Manche Mädchen, die den Mappe machen, die sind so gemein zu dem anderen Mädchen. So viele Männer, die blöd sind zu ihren Frauen. Wenn ihr euch wirklich lieb habt, das ist gut. Ich finde sogar, es ist besser, du liebst ein Mädchen als gar niemanden. Frau Tim ist aber anderer Ansicht. Ach, dann lass doch mal Frau Tim aus dem Spiel. Ihr habt es nur schwer, wenn ihr so bleibt, ihr habt die Leute gegen euch. Dann nimm sie mit. Die sieht aus wie ein Mann, sie kann nirgends arbeiten. Das ist doch eine Tankstelle. Sie ist nicht auf der Tankstelle. Wenn ihr die Leute gegen euch habt, dann ist das schwer. Wenn ihr mal Streit hast mit deiner Freundin, dann siehst du sie plötzlich so, wie die anderen sie sehen. Und die anderen sehen das hässlich an und du dann auch. Ja, und das ist schwer für euch. Frau Tim bekämpft das aber.
Haben Sie mit Frau Timmer drüber geredet? Monika. Trauen Sie sich wohl nicht, hä? Musst entschuldigen, wir sind gerade eben erst Uffi gestanden. 4 bis 2, 10 Stunden, gar nicht so viel. Das kleine I. Na komm doch. Haben Sie ja noch eine Schrippe über. Ey, bring doch noch mal die Butter. Erzähl mal, bist du entlassen? Nee, abgehauen. Schon lange? Heute Morgen. Mensch, die ist eben erst raus und gleich zu uns. Hast du richtig gemacht, Kleine. Schön, dass du da bist. Aus der Steinhauser, wa? Nee, aus dem Lindenhof. Aus dem Lindenhof? Wo willst du denn jetzt hin? Ich kann bei meiner Oma schlafen. Du kannst auch bei uns. Hier, Sofa ist frei. Brauche ich nicht, vielen Dank. Na, überleg das mal. Na, nun los, nur ist was. Kaffee ist so ja noch lauwarm. Ey, bring doch noch meine Tasse. Soll ich das machen? Ich hab keinen Hunger. Na komm. Na komm, ich mach dir's. Was willst du denn drauf? Wurst, Käse, Marmelade, alles da. Käse. Aber erzähl mal, wer ist denn noch alles drinne? Ist Ilse Lercher noch drinne? Nee, die sind schon seit 2 Jahren in Steinhauser. Die nimmt da keiner mehr auf. 70 sollen sie schon abgewiesen haben. Pampas ist doch aus dem Lindenhof. Aus dem Lindenhof? Sonst bist du doch schon immer aus dem Steinhauser weg. Wollt man eben mal bewähren. Hast du aber nicht durchgehalten. Nee. Das schaffe ich auch nicht. Ich werde immer wieder abhauen. So lange wie die kann ich mal nicht bewähren. Hm, wenn du, machen wir mal noch eine. Da kann ich die Tischdecke ja wieder abnehmen. Guck mal, was ich hier alles zusammenfummeln muss. Hier muss die 1 hin. Da der Kopf. Mensch, ich hatte doch schon mal einen Kopf. Da, heute Nacht, wie ich mit Heidi aus dem Hardy wiedergekommen bin, Heidi mal wieder völlig besoffen. Das stimmt nicht, ich hab mir ja geärgert. Na gut, hast dich eben geärgert. Jedenfalls hat sie ganz plötzlich ihr ganzes Geld rausgekriegt und zerrissen und in die Luft rumgeschmissen. Und ich, arme Schwein, muss nun wieder alles zusammenkleben. Nachher auf die Bank und wieder eintauschen. Typisch Heidi. Mach uns nachher was Schönes zu essen. Ach, Mensch, wir müssen ja auch noch abwaschen. Hilfst du mir ein bisschen, Irene? Erzähl doch mal, was macht denn Timmy? Es ist verboten, wenn der ihre Stimme schon höre. Ja, mal da gesagt, wenn ich mal hier führe und drinnen bleibe, komme ich auf außen. Ja? Gisela, die macht jetzt so Verkäuferin. Na, waren 2 Monate um, da bin ich hin, da sagt die doch zu mir, ja, dies und das, mal sehen, Geduld, wir sind doch nicht so weit und alles so schwierig. Mensch, da habe ich gesagt, wenn ihr euer Wort nicht halten könnt, kann ich mir ins Uni halten. Bin ich gegangen. Hm. Ist richtig. Hätte ich auch so gemacht. Ist die ja noch da? Da, was ist dein Tuch? Nee, die ist weg. Die hat geheiratet oder sowas. Frau Mangold ist auch weg. Sind überhaupt die meisten neu. Wir haben jetzt Frau Lack. Was ist denn das? Oh. Das ist niedlich, wa? Das hat so feine Hände. Hat Ginette mir geschenkt. Die Lack ist gut. Ja, hat wirklich dufte Ansichten. Auch übers Heim und so. Wem hier ist denn jetzt? Herr Gisela Berger, sag ich doch. Er geht wieder mit dem Kerl und auf den Strich. Die wohnt in Imperial mit Gabriele Kaufmann. 450 Mark das Zimmer. Was, bist du verrückt? 450? Na, was sollen sie denn machen ohne Ausweis? Mensch, hast du gehört? 450 kostet Zimmer im Imperial. Mit Freier? Quatsch, nur zum Wohnen. Ich
war so dumm. Ich dachte, wir fahren zu mir recht. Mein Fürsorgen hatte neue Sache, dass ich mitkommen soll. Als er mich damals aus dem Kloster abholte, hat er leicht gesagt, dass ich wieder ins Heim komme, dass das mit mir zu Hause nicht gut geht. Aber ich kam ja nicht drauf. Ja, Monika, nun ist es soweit. Dies ist der Lindenhof. Hier wirst du nun eine Weile bleiben. Ich hoffe, dass es dir gefällt. Wiedersehen. Der Knaster ist weg, Mädchen. Ja, dann war ich das erste Mal hier drin. Wegen der Abstriche. Manchmal ist man so blöd, dass man glaubt, man kann aber dagegen machen. In der Steinhauser nennt es einen Bunker Besinnungsstube. Finde ich gut, dass man sich besinnt. Na, ah, hat mir ja doch noch besonnen. Und alle die Macht, was gesagt wurde. Ich hatte ja noch vorläufig für eh. Ich mein Fürsorgeerziehung. Ich hab mir gedacht, wenn ich mal gut führe, komme ich da wieder raus. Haben wir gesagt, ich muss mal bewähren. Dann haben sie das von der Christine ausgekriegt. Dann musste ich vor ihr Recht. Warte mal, ich sehe mal nach, was da draußen los ist. Die Arbeit hat doch längst schon wieder angefangen. Bloß mal ab an die Heißmangel. Was steht ihr denn hier rum? Yves! Wir streiken. Was macht ihr? Wir streiken. Wir bleiben hier, bis Monika raus ist. Was ist denn das nun schon wieder für eine Idee? Eine Jute, wenn sie nichts dagegen haben. So, hört mal, du mach doch keinen Quatsch. Monika kommt sowieso spätestens zum Kaffee wieder raus. Wenn er hier rumsteht, dann schadet ihr nur eher, als dass er ihr nützt. Das werden wir ja sehen. Wir haben uns das überlegt und wir machen das so. Sie haben ja selbst gesagt, dass wir uns mal was einfallen lassen sollen. Na ja, aber doch nicht sowas. Kinder, Kinder. Und ich soll nachher wieder alles gerade bügeln, ne. Lassen Sie mal. Machen Sie mal, was Sie für richtig halten. Und wir machen, was wir für richtig halten. Mischen sich nicht in alle drin. Naja, so wie ihr wollt. Aber rechnet nicht damit, dass ich nachher wieder alles ausbügle. Haben wir was davon gesagt? So, dann erzähl mal schnell zu Ende. Ich muss noch mit Frau Tim reden, und dann muss ich auch weg. Das ist Eve. Ich bin öfter. Vor allem gibt es wieder einen Riesenkrach. Ich meine, wenn du die Nacht hier bleibst. Eve ist ein Lernlehrer. Wir werden ja sehen, wie das ausgeht. Langweilig ist es hier nicht. Über Langeweile brauchen wir uns wirklich nicht beklagen. Nee. Eben wegen der Hütte. Tja. Was machen wir denn mit Monika Gerolds? Endgültig F.E. würde ich sagen. Die Geschichte mit den Hüten, die ist nicht so wichtig. Aber die Großmutter ist einfach überfordert. Wir haben nun schon alles probiert. Monika Gerolds. Monika Gerolds. Ohne Hose, die Haar ist lose, steigt Nagi aus dem Bett. Ein Zimmer weiter, da sitzen zwei Reiter und bumsen um die Wette. Die Alte rennt hin und her, sie weiß nun gar nicht mehr, wo sie zuerst gehen soll. Die alte Schrolle, ihr kommt zur Steinhauser in eine Anstalt, wo ihr das Fingern erst lernt. Warum hast du denn das gemacht? Weiß ich nicht. Du musst dir doch irgendwas dabei... Christina hat gesagt, wir wollen uns Hüte holen. Brauchtest du denn einen Hut? Nee. Du hast doch nur auf die Christine gehört.
Wenn einer zu dir sagte, spring mal ins Wasser, würdest du das auch tun? Nee. Wie nennt man denn das? Etwas wegnehmen, was einem nicht gehört? Diebstahl. Darf man das? Nee. Dafür wird man bestraft, weißt du das? Ja. Weißt du, dass man dafür ins Gefängnis kommen kann? Willst du ins Gefängnis? Nee. Na, warum machst du denn dann sowas? Alle meine Entchen schwimmen auf dem See. Was soll das? Yves Karin Gitter, das ist doch unerhört. Frau Schröder sucht euch überall. Wo ist Frau Lack? Drinne. Die Tür ist hier auf. Frau Lack, was ist hier los? Ich möchte Sie sofort sprechen. Los. Ihr müsst schon fertig werden. Das ist Arbeitsverweigerung. Ihr werdet die Zeit unbezahlt nacharbeiten. Das ist doch unglaublich. Wir wollten Ihnen vorschlagen, Monika jetzt aus dem Bunker rauszulassen. Wir finden, sie hat lange genug drin gesessen. Das sind doch ganz neue Methoden. Weg hier. Kein Fernsehen heute Abend. Ganze Gruppe, kein Fernsehen. Alle Gruppen, kein Fernsehen. Und Sie kommen bitte sofort zu mir herunter. Und ihr geht an die Arbeit. Ab. Los. Das ist doch unglaublich. So verruschelt, Frau Schröder. Ich sag ja, es geht nicht besser. Nicht meine Schuld. Gib's wieder her, ich mach's noch mal nass. Wo stecken die bloß? Auf diese Weise krieg ich wenigstens meine Taschentücher glatt. Na ja, aber wir können nicht die ganze Heißmanne laufen lassen, nur wegen deiner Taschentücher. Ist bestimmt was ganz wichtig. Das seid ihr ja endlich. Ich dachte schon, ihr kommt heute nicht mehr. Wir kriegen ja gar nicht mehr die ganzen Laken fertig. Also komm, jetzt müssen wir uns aber ein bisschen dranhalten. Meine Taschentücher? Die machen wir nachher fertig. Immer nachher. Möchte man, dass was gleich gemacht wird? Heute noch, sofort. Nehmt erst die Laken. So ist das Leben eben nicht. Alle meine Entchen. Ich finde es nicht richtig, Monika Gerolz wieder nach Marienheide zu gehen. Sie kommt nach Friedrichshöhe. Das meine ich nicht. Ich meine, dass Monika sich überhaupt im Kloster nicht wohlfühlen wird. Darauf kommt es vielleicht nicht an. Sie war schließlich schon 2 oder 3 Mal da und es ist jedes Mal schiefgegangen. Was lag an Monika? Sie muss einfach lernen, sich zu fügen. Sonst bleibt nur Westdeutschland. Ich finde, wir sollten sie eine Weile hier behalten. Wir können sie ja vor die Wahl stellen. Kloster oder Westdeutschland. Falls wir so schnell in Engelshof einen Platz kriegen. Aber das ist doch keine Wahl. Ich glaube, dass Irene auch nur deswegen entwichen ist, weil sie dachte, sie kommt nach Westdeutschland. Mein Gott, was die sich immer gegenseitig vorlügen. Es hat bald keinen Sinn mehr, überhaupt ein offenes Wort mit Ihnen zu reden. Kann man das mit dem Kloster nicht rückgängig machen? Die Entscheidung liegt beim Landesjugendamt. Na, dann rufen Sie doch noch mal an. Ich habe heute sehr ausführlich mit Monika gesprochen. Ich glaube nicht, dass sie im Kloster besser aufgehoben ist als bei uns. Monikas Platz ist aber schon belegt. Also zunächst mal ist Irenes Bett frei. Versuchen Sie es. Wenn es geht, ist gut. Wenn nicht, dann ist eben nichts zu ändern. Darauf habe ich mir die ganze Zeit gefreut. Hast du aber sagen können. Wäre doch gleich nach dem ersten Sticheier gewesen, oder nicht? Aber es gibt doch nichts Schöneres, als wenn einer zum Schluss noch 2 Karten hat und die anderen sind fertig. Bin ich blöd, hättest du auch gleich sagen können. Mann, ich hab mal gefreut, dass ich endlich mal so ein schönes Blatt hatte. Und du hättest doch wenigstens was sagen können. Naja, Pech im Spiel, Glück in der Liebe. Hast du auch wieder recht. Was denn du? Spielen wir noch in? Nee. Ich muss erst mal Pampas Haare fertig machen. Ja, ich muss doch los wegen Gisela abholen. Darfst aber nicht wundern, wartet das noch nicht gleich. Blond, das rote Lied geht erst raus, wenn man das so 2 bis 3 Mal gemacht hat. Komm hier mal raus. Ist auf alle Fälle besser. Macht älter. Na, deswegen mache ich ja auch. Und darum habe ich es ja auch nett gemacht. Jetzt kommt das nicht mehr drauf, dass man nicht 21 ist. Was? Aber Spaß stand hier auch ganz gut. Oh Mensch, das brennt aber ganz schön. Nun los, mach zu. Gisela muss pünktlich sein in Lindenhof. Am 18. kommst du raus. Dann ist die Bewährung wieder am Arsch. Das habt ihr mir angebrockt, ihr Schweine, ihr Arschkriecher. Jetzt muss ich in Kloster wegen euch. Nur gemacht, ihr seid gemein. Ich schlage nur mal alle zusammen. Jetzt muss ich in Kloster. Ich will nicht in Kloster. Du spinnst ganz schön. Ich spinne nicht, hat mir Frau Tim selber gesagt. Sie wollte nicht, dass ich vernichtet werde. Wegen euch hat sie gesagt, weil ihr vom Bunker rumgesessen habt, dass eine Lehre draus zieht. Ihr habt sie voll.
Klosterkommens entscheidet es Lajuk und nicht wir. Hört nicht auf zu heulen. Fass der Schwester und deinen Rock, bist du wieder raus. Hau ihn runter. Spuck sie an. Freche Mädchen nehmen die sowieso nicht. Ich hab ne dufte Idee. Mach's auf lesbisch. Wie machst du das denn? Na, also jetzt spinnst du aber. Nee, ich spinn nicht. Fällt der Schwester um den Hals und gibst dir einen Kuss. Du schick dich Postwenden zurück. Dann denk dir noch, Monika freut sich. Denkst du nicht, wenn du es richtig machst. Monika, bitte komm jetzt. Soll ich? Ja klar, mach was. Egal was, mach was. Mensch, man kann so viel machen. Ja, Briefe schreiben, die ihn nur ein Schweinisch finden. Vielleicht so von der Welt. Wenn von Liebe die Rede ist, können die sowieso nur an Schweinereien denken. Brauchst du nie mal die richtigen Wörter benutzen. Aber wenn man im Kloster alles machen kann, warum kann man hier nicht machen? Wieso? Wir haben Monika aus dem Bunker geholt. Die wäre sowieso rausgekommen. Die hätten sie vergessen. Der Knaster hätte die erst wieder erinnert. Na, wir können ja mal was machen. Macht bloß Kinder mit. Zusammenhalt gibt's hier doch nicht. Ich will nicht ins Kloster. Monika, du kommst sofort herunter, sofort. Müssen wir sie eben runterholen, wir haben eine Leiter. Tut mir leid, da mache ich mir die Finger nicht schmutzig. Nicht bevor das Gesetz nicht durch ist. Was denn für ein Gesetz? Na ja, dass wir auch mal zupacken dürfen, ohne gleich vor den Kali zu kommen. Lassen Sie Jörg mal ruhig oben, ich hole sie jedenfalls nicht runter. Monika, auf der Stelle, sofort! Ich will nicht im Kloster! Dschungel, gut für den Anfang, weitermachen! Weg hier, ihr habt hier nichts zu suchen! Weg hier, alle Arbeit! Wenn du nicht sofort runterkommst, Monika, dann werde ich persönlich dafür sorgen, dass du nach Westdeutschland kommst. Persönlich! Ich will aber nicht im Kloster. Komisch. Warum nicht gleich so? Flugzeug immer noch in der Hand der Luftpiraten. Deutsches Aufgebot für Mexiko nominiert. Abholen, sie war aber nicht da. Mein Bruder war da, aber nicht Irene. Typisch Irene. Kind, verlass uns. Sieh mir in Ruhe. Ich suche Schwester Bernardine. Hast du sie gesehen? Nee. Ist das nicht Monika Gerolds? Ja. Wir kennen uns doch aus Marienheide. Na und? War lieb Mutter schon hier? Weiß ich nicht. Irgendeine Nonne hat gesagt, sie kommt gleich wieder. Na, nun mal nicht gleich wieder den frechen Ton.
Wir erziehen dich schon. Sollst mal sehen, was aus dir noch alles wird. Ich sag mal lieb Mutter Bescheid. Bester Rosine, Besuch. Grüß Gott, Veronika. Ach. Na sag mal, kannst du nicht aufstehen? Ja. Was hast du denn? Ich bin die Liebmutter, du wirst dich wohlfühlen bei uns. Papiere habe ich schon, Koffer alles da, na dann wollen wir mal. Erstmal bekommst du ein Zimmer für dich allein, damit wir dich kennenlernen und damit wir wissen, wo wir dich am besten unterbringen können. Dass wir nicht rauchen, wirst du sicher schon gehört haben, Veronika. Wir haben es auch nicht gern, wenn sich zwei Mädchen miteinander befreunden. Ihr könnt euch nicht gut beeinflussen. Und wollen wir uns nicht lange aufhalten, noch irgendwelche Fragen? Nein? Na dann mal los, nimm deinen Koffer und komm. Ich heiße Monika. Erquell dich in Kloster. Was? Erquell dich in Kloster. Na Mama, kann ich dich mal tinten, was ist denn los? Erquell dich in Kloster, außerdem riechen sie aus dem Mund. Woraus riech ich? Aus dem Mund. Pfui. Pfui. Wie geht das? Muss man mal ausprobieren. Kriegst du was spendiert, dann zeigt der Oberde die Frau. Wenn sie dir zusagt, vermittelt er sie dir. Und was gibt's dafür? Weil ich denke, wir auf der Kantstraße, nur dass es eben mit Frauen ist. So, was reizt denn? Na, wenn du Geld brauchst und keinen Ausweis hast. Müsst ja nicht. Ist ja nur ein Vorschlag. Ja, Vorschlag. Ich hab keine Lust mehr. Das Gisela mit dem Kerl geht. Von Gisela hätte ich das nicht gedacht. Immer dasselbe mit den Herren Mädchen. Drinnen sind sie so, draußen wieder anders. Ich meine umgekehrt. Drinnen anders, draußen wieder... Ich geh wieder rein. Vielleicht hat sie dir nicht erkannt. Wie in den neuen Haare. Ja. Mal sehen, wie das mit die Ami-Weiber wird. Ich habe immer noch keinen Ausweis. Ich glaube, ich gehe wieder rein. Bist du sauer? Ja. Eddie Lee Prentice. Sie hätten lieber nicht zurückkommen sollen, um sich das Geld zu holen. Sind Sie Bulle? Wo ist das Mädchen, Eddie? Sie sind ein Bulle. Das Mädchen, Eddie. Also doch kein Bulle. Wo ist sie? Los! Das weiß ich nicht. Ich habe damit nichts zu tun. Sie haben mir für diesen Auftrag hier $1,000 versprochen. Und wo hat der Hubschrauber Sie abgesetzt? Wo, Eddie? Hey. Hab ich nicht gesagt, heute gibt es kein Fernsehen. Geht jetzt bitte auf eure Zimmer. Ich habe mich die Woche mal pleite gemacht oder so. Na los, 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 los. Los, bringen Sie mich hin. Ich bin kein Vorstellerin. 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 Mann, hab ich die Bärse gemacht. Es ist verboten, in den Schlafzimmer zu rauchen. Hände voll. Heb die Zigaretten auf. Los, los, aufheben. Ihr wollt nicht? Gut. Alle Mädchen in diesem Zimmer 5 Mark Abzug von der Arbeitsbelohnung wegen unerlaubten Rauchens im Schlafzimmer. Kein Fernsehen. Sofortiges gründliches Saubermachen, heute Abend noch. Türen, Seifen, Fenster putzen, Fußboden bunnen. An die Arbeit. Sofort die Zigaretten aufheben, sonst ganze Gruppe Urlaubssperre. Sofort! Ich hab nicht gerucht. Das waren die anderen. Ich wollte mal, was ich mein Kampf... Bedankt euch bei den anderen. Karin, Barbara, ihr holt das Reinigungsgerät. Ich warte hier, keiner kommt raus.
Nach der Fußbodenreinigung werden wir feststellen, ob Schäden verursacht worden sind. Selbstverständlich kommt ihr für den Schaden auf. Ich wollte mal bloß meinen Kamm wiederholen. Ich hab nichts mit allem zu tun. Ich hab den ganzen Tag gearbeitet. Dann müsst ihr eure Kolleginnen dazu erziehen, dass sie nichts Verbotenes tun. Alle haben Schuld, die es getan haben und die anderen auch. Scheiße. Nicht so heftig, Frau Tim. Eve. Timmy. Schläft das Fräulein hier? Nee, die ist bei uns auf Besuch. Wollte ich wohl meinen. Nicht, dass Sie hier noch Nachtbesuch haben, nicht? Wohl, dass mal gefeiert wird, wenn es nicht zu laut wird. Es kann ja auch mal spät werden. Bei Ihnen wird es ja meistens spät, nicht? Ist ja auch egal, womit Sie Ihre Miete verdienen. Sie bezahlen pünktlich und immer alles auf einmal. Naja, die meisten wollen ja nur wohnen, ohne zu bezahlen, nicht? Naja, es geht mich auch nichts an. Nicht? Sie können hier machen, was Sie wollen. Vollkommen. Nur mit dem Übernachten, das ist solche Sache, nicht? Steht ja auch im Mietvertrag drin. Alles vorgedruckt, nicht? Muss ja so sein. Ja. Also, dann wünsche ich noch einen schönen Abend, nicht? Und vielen Dank für das Salz. Ich bring's Ihnen morgen zurück. Gut, Frau Berghoff. Wiedersehen, Frau Berghoff. Wiedersehen. Was zahlten ihr hier? 180 ohne Heizung. Was? Ich soll im Dunkeln sehen, ob die klar ist, Mensch. Klar, mal erst, wenn morgen die ganze Scheibe verschmiert ist. Ich muss. Wer kann 6 Schlüssel in einen Satz? Leck mal ein Po ran oder warte. Oh, in einer kleinen Verschmünzerei, da saßen wir zwei bei Kupfer und Blei. Du brauchst kein Wort, kein einziges Wort. Hat jemand noch was zu rauchen? Nein. Aber keine Streiche. Suppe. Mann, noch 7 Stück? Das ist ja irre. Aber was ist denn mit Feuer? Und die Gefängnistore klapperten ganz leise. Auf unserer Reise nach 15 Jahren Knast. Ganz schöner Betrieb heute. Wollen wir mal wieder ackern? Ich mach heute nicht viel. Müde. Vorige Woche sind 3 Drehbebräute verschwunden. Sind ja auch leichtsinnig. Raus aus dem Heim gehen sie mit jedem mit. Ich wollte jetzt dann auch einer mit in die Wohnung haben. Mag nur bei Stamm. Daheim Mädchen, wir denken nur bloß an die Piepen. Bitte jetzt immer ein bisschen an sich denken. Hey, Moment mal. Nahen Fund, feste Freundschaft? Nee, nur auf dem Kinderspielplatz. Ein Knüstermann? Okay. Ey, was ist? Jeanette ist im Radi. Wie viel Strohhalm habe ich hier in der Hand? Wie siehst du denn aus? Mach dir mit. Nochmal, wir wie sind viele? Von einer blonden Truppe. Alle Lottels sind blond. 27. 35. 36? 50. Ich sage 34. Wenn ich gewonnen habe, muss ich mir selbst einen ausgeben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hey, guck mal, wer da kommt. Ich werd verrückt. Nein, das darf doch nicht wahr sein. Wo kommst du denn her? Das wisst ihr schon natürlich, wenn ihr nichts dagegen habt. Wollte ich doch meinen, hast du gesagt, wie zuletzt hier warst. Wenn ich nicht wiederkomme, hat sie gesagt, haben sie mich gekriegt, komme ich nach Westdeutschland. Ja, ja, weiß ich ja. Ich muss erst mal die Strohhalme fertig zählen. Nein, das ist ja unglaublich. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35. Mensch! Gib mir von der Branche. Nur los, erzähl. Wollt ihr schon gehen? Noch was vor? Strichen. Was? Erzählt schon. Na, pass auf. Wir haben in den Bus rüber. Knast aber gut. Zigaretten angeboten. Du musst noch mal, die hat einen guten Schlaf. Mach doch nicht so einen Krach. Na, mach doch mit. So eine Gemeinheit. Lass mich doch schlafen. Ich hab schließlich den ganzen Tag gearbeitet. Wie etwa nicht? Ach, ich hab keine Ahnung. Wenn du rauskommst, wirst du ja sehen, wie draußen ist. Ich muss mal. Na komm, geh.
Na, scheiße. Und wenn du heute Ruhetag ist? Na, Freitag doch nicht. Freitag ist der Alltag. Auch bei der Amis? Weiß ich doch nicht. Na, 50 Mark würden mir schon reichen. Dafür krieg ich schon einen Ausweis. Verboten. Wer sagt denn das? Frau Timm. Seit wann hörst du noch Frau Timm? Möchte ich auch mal wissen. Rauchen ist verboten. Warum denn bloß? Mensch, wir gehen doch aufs Klo. Das ist nicht verboten. Wir machen die fertig, wo wir im Recht sind. Rauchen ist auch ein Recht. Aber gesundheitsschädlich. Ach, scheiße, ich weiß auch nicht alles. Ich muss aufs Klo. Also gut. Hier ist doch geraucht worden. Mensch, Kinder, es ist schon spät. Macht endlich Schluss. Ich will schließlich auch ein paar Stunden schlafen. Ich habe morgen früh wieder Dienst. Frau Segebrecht ist krank. Gute Nacht. Na nun, da seid ihr ja schon wieder. Schau, wie kalte Beine seid ihr. Oh, ich hab jeden Stein durchgefühlt. Komm, rück mal. Seid ihr sonst noch mal zurück? Erzähl doch mal, was? Oh, ich kann nicht mehr laufen, keinen Schritt mehr. Zigarette, ich hab nicht mehr. Wollt ihr nicht erzählen, versteh ich kein Wort. Doch. Ich glaub mal noch sowas. Spanisch, Spanisch! Wir sind gelaufen, wir sind gelaufen! Na ja, ein Jim, wie steht da draußen? Nee, U-Bahn auf Onkel Toms Hütte. Die ganze Straße runter. Sag Jeanette, die Reklame da drüben. Yay, die muss es sein. Was du planst? Geh wieder zurück, ganz im Block und lila Beleuchtung. Was, Friseur? Denn durch den Wald? Ich dachte, wenn der Zaun nie gewesen wäre, wäre ich dann ins Wasser in die Luft. Das war so ein Licht, Pampas sagt, das ist es. War aber nur ein Licht, was sich im Wasser spiegelte. Eine Jukebox. Was eine Party in irgendeiner Villa. Und dann die Schlagermusik. Von Kofferradio. Ich musste immer fragen, mich hat es immer vorgeschickt. Lief da so eine alte Frau über den Platz am S-Bahn und was? Sag, entschuldigen Sie, gibt es in der Nähe noch mehr Lokale? Das ja, da drüben der Grill. Wirklich gutes Essen, oft gar nicht teuer. Die wusste so ein roter Sportwagen, der ist dreimal ins Vorbeigekommen. Nachher hat er gehalten. Der dachte nur wieder Jans was anderes. Also Jans anders. Ich sah da die ganze Klärle runter und durch den Wald. Schöne Waldesluft. Oh, ich hab jetzt noch kalte Beine. Mensch, mal stell dir mal vor, wir hätten uns da drauf verlassen, wir hätten nicht mal das S-Bahn-Geld mit dir gehabt. Und wir wären jetzt noch draußen, wir kämen nie mehr ins Harvey. Sag mal, das muss doch da sein, die hat mir das doch gesagt, die war ja selber schon mal da. Und dann der Grün. Heidi, komm. Heidi? Mensch, die denkt, ich merke nicht, dass sie so früh aufhört, nicht mal halb eins. Seid ja schon hier. Wir haben es nicht gefunden. Wieso? Ja, das soll doch eine U-Bahn auf Onkel Toms Hütte sein, überall rumgelaufen, nicht gefunden. Bist du sauer? Nee, ich war Kirsch. Was ist denn los? Nicht. Bin müde, hab ja schließlich gearbeitet. Ich hab mir das nicht ausgesucht mit der Nachbarin. Lassen Sie die Tür doch auf. Ich bin todmüde. Ich hab morgen früh wieder Dienst. Wenn ich nicht ein paar Stunden schlafe, hab ich halt das nicht aus. Wir haben das für Sie nicht ausgesucht. Ich weiß nicht, was du mit deinen frechen Reden erreichen willst. Dass die Tür aufbleibt. Ich bin jetzt das letzte Mal aufgestanden. Ich glaub euch das auch nicht mit der Buttermilch. Buttermilch treibt. Ich hab das Gefühl, ihr macht das extra. Nein, damit die Tür aufbleibt. Das ist ja eine Unverschämtheit. Ich bin müde, wendet euch an Frau Timm. Sowas macht man doch schriftlich. Ihr seid doch keine Analphabeten. Schluss jetzt. Nein, Schluss.
schon hell. Nee, ist der Mond. Nicht so laut. Bist du mondsüchtig? Nee, du. Nee. Vielleicht steht ein Mann draußen und leuchtet mit der Taschenlampe zu uns rein. Denkst du was? Nee, du? Hm? Was denn? Ich stell mir vor, was ich mir vorstelle. Auf dem Hof steht ein kleines Häuschen. Ein Häuschen aus Holz. Mit einem Herz in der Tür. Ein ausgeschnittenes Herz. Ein Klo. Hm? Und das Häuschen ist das einzige für die ganzen Leute, die hier wohnen. Stehen Sie auf. Was ist los? Guck doch mal nach nebenan, was los ist. Du hast natürlich nichts gehört, wa? Gar nichts. Guck doch mal an, wie deine Kollegen jetzt immer zugerichtet haben. Vater Staat kann ja zahlen, ne? Und was wollen sie von mir? Aufstehen, komm, komm. Aber ich muss doch morgen früh zur Arbeit. Ich muss noch schlafen. Na, ich kann auch nicht schlafen. Kannst dich bei deinen Kollegen bedanken. Nicht. Willst du hin? Na und? Mitten in der Nacht. Früh. Warum denn so plötzlich? Du kannst doch bei uns wohnen. Plan geändert. Versteht nicht. Du verstehst vieles nicht. Wer reisen will, den soll man nicht halten. Eben. Mach's gut. Schönen Dank. Grüß Heidi. Tschüss. Können wir Lajuk anrufen, die sollen wir hier abholen. Ich komme von Trebe. Ich bin aus dem Lindenhof und will zurück. Mein Name ist Irene Carstens. Da durfte er wohl vorliegen. Einen Ausweis habe ich nicht. Wie gesagt, ich komme von Trebe. Kann ich mal setzen? Ja, bitte. Danke. Irene Carstens. Thank you.
Du siehst ja so müde aus. Ja. Tschüss. Tschüss. Da bist du ja wieder. Du? Was ist denn passiert? Wir haben Bambuli gemacht. Das hieß, wir nicht, aber das ist dabei rausgekommen. Reich mal diese Nahtsperre rüber. Jetzt heute zur Ifenbunker? Mal sehen, vielleicht. Muss ja ganz schön schlimm gewesen sein heute Nacht. Machen wir nächste Nacht wieder. Du? Ich hab heute Nacht machen. Brauche ich ja gar nicht aufschließen, wenn ich schon Bescheid weiß. Dann lassen Sie doch die Tür offen. Das darf ich nicht. Warum eigentlich nicht? Man hätte da doch bis heute warten können. Wir waren eben gerade in Stimmung. Stimmung? Man muss da sowas erstmal bereden. Naja, irgendwie vorbereiten mit den anderen. Leichter gesagt als getan. Jeanette hat mir da so eine Sache erzählt. Sie wollten alle aus der Steinhause abhauen. Und verpfiffen worden. Die wussten selbst nicht, was sie wollten. Das ist es ja. Wenn man nicht weiß, was man will, kann man nichts machen. Guten Morgen. Oh. Du bist ja schon wieder da, Irene. Wie Sie sehen. Was war denn eigentlich heute Nacht los? Mischen Sie sich nicht in alle drin? Sie müssen sich mal entscheiden, für wen Sie sind. Für die oder für uns? Wenn es drauf ankommt, haben Sie auch Schiss. Na, wenn es drauf ankommt, sollen wir die Schnauze halten. Da können Sie doch nicht ändern, sind der anderen schuld. Drauf ankommt, dass Frau Lack eine Erzieherin wie alle anderen hoch. Wenn Kinder dabei ist, da ist Frau Lack prima. Im Bunker ist Frau Lack ganz große Klasse. Aber wenn es drauf ankommt, da kann Frau Lack nichts machen. Da muss er abschließen, muss nach Westdeutschland verlegen, muss einen Fernseher abstellen, muss das Licht ausschalten, macht Kniff, Frau Tim, kriegt Frau Tim in den Arsch. Irene. Nein, ich rede, ich. Lass mich doch auch mal was sagen. Ich. Was soll ich denn deiner Meinung nach tun? Nicht so viel fragen. Wir sitzen doch drinnen. Wir sind doch die Doofen. Einmal mit euch das machen, was ihr mit uns macht. Einmal einen Spieß umdrehen. Einmal den Bunker von außen abschließen und ihr sitzt drinnen. Ah, das hat ja keinen Sinn. Frau Lack, hast du dir falsch erwischt. Die hört wenigstens mal zu. Du kannst nur jemand sagen, der zuhört. Und das ist denn der Falsche? Dafür kann ich nicht. Das nützt aber nicht. Wenn wir wüssten, was wir wollten, dann könnte Frau Lack sich auch für uns entscheiden. Wenn? Siehst du doch. Wir machen eine Aktion. Was passiert? Bambule. Alles kaputt, die Bullen aus, Bums. Dann machen wir dem nochmal. Ach, die Weiber kriegst du doch zu nischt. Man muss eben mehr reden. Ja, viel mehr reden. Warum wir das machen, was wir wollen. Den Bunker mit richtigen Sachen vollschreiben. Nicht mit Peter, I love you oder alle Scheiße. Was denn? Na ja... Nieder mit dem Lajuk oder Heime sind Gefängnisse. Na, und dass wir richtig bezahlt werden wollen. Dann kommst du nie raus. Ach Quatsch, wer Terror macht, den schmeißen sie raus. Wer sich gut führt, der wird vergessen, der wird schwarz hier drinne. Wenn du dich fügst, wirst du fertig gemacht. Verstehst du, Yves? Wenn du dich fügst, dann freuen sie sich, dass sie dich fertig gemacht haben. Dafür sind sie denn nett zu dir, dass sie dich kaputt gemacht haben. Nee, du, nee. Wer hat heute Nachtdienst?